Hallo Freunde, willkommen auf ein neues Video. Ich bin der Tolga und heute zeigen wir euch unseren verrückten Freitag an einem Donnerstag, weil wir haben ja Feiertag. Und das ist unser vierter Teil. Ich hoffe, es gefällt euch. Aber ich gebe mal das Wort an den René. Danke. Servus Freunde. Ja, unser verrückter Freitag an einem Donnerstag. Heute geht's weiter. Einmal mit dem Tolga, einmal mit mir. Ich hoffe, es gefällt euch. Und Tolga, was haben wir heute eigentlich vor? Ja, René. Also, ich habe schon mal gemessen. Wir haben hier einen Hänger. Dann müssen wir das Dach reparieren. Und dann haben wir hier heute zweimal Fehlerdiagnose, die wir hier aufnehmen müssen. Und eine Inspektion. Dann haben wir noch eine Ölwanne dazwischen. Ja, und dann kommt noch einer mit Wasserverlust. Das müssen wir uns mal angucken. Ja, und dann halt der ganz normale Alltag, ne? Wir lassen den Tag mal auf euch wirken. Wir nehmen euch einfach mal wieder mit. Habt Spaß. So Freunde, falls euch das nicht aufgefallen ist, das war gar nicht der Tolga. Ja, der ist nämlich im Urlaub. So, als erstes machen wir heute den Hänger. Dazu müssen wir den gleich von oben ein bisschen sauber machen. Dann müssen wir den abdichten. Dann haben wir hier noch einen BMW stehen. Da haben wir einen Wasserverlust. Ja, da haben wir zwei Reifen erneuert, also nichts Besonderes. Das haben wir auch schon fertig. Ja, und dann haben wir hier noch einen CLK, da müssen wir eine Fehlerdiagnose machen. Der läuft nicht auf allen Zylindern. Müssen wir mal schauen, was da los ist. Ja, wir fangen mal an und da kommt noch einiges dazu. Um das abzudichten, müssen wir erstmal oben alles sauber machen. Dafür hängt der Alu 2 da oben auf dem Dach mit dem Dampfstrahler. Macht erstmal das ganze Moos weg und die ganzen alten Dichtungen, die werden abgedampft, also abgefräst mit der Fräse oben drauf. Also Wasserfräse. Damit machen wir das runter. Ja, unser Bruder Hassan ist auch gerade gekommen. Wir sind da. Immer noch. Immer noch. Und ja, wenn das fertig ist, werden wir das neu abdichten. So Freunde, hier ist die Tropfsteinhöhle. Darum machen wir das hier. Ja, weil das ganze Dach undicht ist und dieser Kühltransporter hier ist mit einer Klimaanlage ausgestattet und muss dementsprechend ja auch hier dicht sein. Und das sind die Undichtigkeiten, wo das Wasser in den Innenraum reinkommt. Und das ist halt nicht gut. Da sind gekühlte Flüssigkeiten, Lebensmittel und. Und das müssen wir auf jeden Fall beseitigen. Ja. Passt? Ja. Geile Erfindung, ne, vom Tolga. Mit dem Stapler hier? Ja. Ist auch noch extra BG-konform. Wir haben nicht in den Stapler gebohrt, wir haben hier eine Aufnahme gebaut. Mit Ketten alles drum und dran. Damit wir unsere Hänger hier anständig raus und rein rangieren können, ohne den Stapler zu beschädigen. Weil du die Zinken reinschweißen oder reinschrauben darfst du ja nicht. Dann kommt die BG und sagt dir, hör mal zu, der Stapler ist nicht mehr konform. Mhm. Das wäre geil geregelt. Bist du wieder da? Bist du wieder wach? Ja. Bist du wieder trocken? Ja. Habt ihr gesehen, wie nass der Luca geworden ist? Der hat vollen Körpereinsatz gezeigt. Aber der Jam hat auch das Dach extrem gut sauber gemacht, muss man echt sagen. Hammer Dach. Also, jetzt sind wir hier beim nächsten, bei dem BMW. Ihr wolltet ja mal sehen, wie wir so ein, wie wir so ein Kühlsystem abdrücken und dabei auch schauen, wie der Zylinderkopf dann undicht ist. Hier habe ich eine Stelle. Also erstmal nehmen wir eine ganz normale Pumpe, die habt ihr, kennt ihr aus jeder Fachwerkstatt mit dem dazugehörigen Aufsatz. Da gehen wir dann auf unseren 1 Bar, also nicht in den roten Bereich kommen, drücken unser Kühlsystem auf 1 Bar. Aber das ist nicht das Lustige, Luca, du musst ein bisschen schneller unten sein. Wo? Das zeige ich dir jetzt sofort. So, jetzt geht's schon los. Hier könnt ihr den Kopf auf der Ecke beobachten. Ja, ein bisschen Zeit nehmen wir uns jetzt. Und das dauert ein paar Sekündchen. So, da sieht man langsam, wie es nass wird. Hier. Ich weiß nicht, ob man das Spiegeln erkennen kann. Da drückt ihr dann jetzt langsam raus. Das ist zwischen Zylinderkopf. Ja, und Motorblock.
So, Freunde. Und da habt ihr gesehen, dass ein CO-Test manchmal euch in die Irre führen kann, da, da das Wasser diesmal vom Kühlkreislauf nach außen und nicht in den Brennraum rein. Beziehungsweise nicht der Brennraum in den Kühlkreislauf rein undicht ist, sondern der Kühlkreislauf nach außen. Dazu haben wir ein Scirocco-Video gemacht, da könnt ihr mal genau sehen, wie so ein Zylinderkopf dann aussieht, wenn der nach außen drückt. Das ist ja, auf diesem Grund hin hatten wir ja die Anfrage auf diesen Test. Und hier haben wir das gleiche Problem. Dazu werden wir dann später eventuell noch ein Video machen oder schauen, wie es passt. Aber zweimal das gleiche Video, Luca, ich glaube nicht, ne? Mhm. Nee. Naja, wir fangen die nächste Woche mal an hier. Wir gehen jetzt an den CLK weiter dran. Und dann müsste auch gleich der Hänger trocken sein. Dann können wir das Dach abdichten. Und dann geht's weiter. Guten Morgen. Ah, du wieder aufgestanden. Mhm. Was machst du da jetzt genau? Die Fugen abdichten. Hast du ja gesehen, wo das innen drin reingelaufen ist, ne? Ja. Jetzt erstmal die Fugen grob abdichten mit Dichtmasse. Und dann kommen Dichtbänder oben drauf, damit auch keine Fugen mehr sind. Weil hier sammelt sich das Wasser immer in den Fugen drin. Und dann mit der Zeit durch Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung und alles so Gedöns wird das porös, bricht und dann hast du das später wieder. So machen wir das jetzt zu für die Ewigkeit und dann hat der Kunde erstmal Ruhe. Ich glaube, so lange hält der Boden gar nicht, wie das Dach jetzt hält. Was machst du? Na du, ach du schon wieder da. Ich habe jetzt gerade noch einen Wartekunde reinbekommen. Der steht jetzt im Eingang sogar. Den muss ich ganz schnell wegarbeiten. Der hat zwei Reifen Platz. Sowas haben wir auf Lager. Die müssen wir mal eben schnell hier wechseln. Während der Tolga am Strand sein Maitiri da schlürft oder was auch immer der da gerade trinkt. Ja, guck mal, da kommen die Reifen angewattert. Aber wir sind ja nicht alleine. Wir sind ein Top-Team hier. Eine Ewigkeit später. Also hier haben wir eine Hängerkupplung. Die haben wir auch noch dazwischen genommen. Dann kommt gleich noch ein Sprinter um 14 Uhr. Der hat eine Motorkontrollleuchte an. Beim CLK haben wir einen Fehler schon gefunden. Da sind die Zündkabel kaputt. Das war Gott sei Dank eine einfache Diagnose. Ja, draußen das Wetter ist schön, wir sind nicht am See. Ja, der Jam holt gleich den Grill, vielleicht, ne? Grillen wir eine Runde, oder Jam? Jo, du schon wieder. Mhm. Hier haben wir gerade eine Fehlerlampe an. Da müssen wir mit unserer Star-Diagnose rein. Jetzt mal auslesen, was los ist, ob wir dem Kunden heute noch helfen können. Über die Feiertage, dass er auf jeden Fall sein Auto noch hat, damit wir hier dementsprechend schnell das Fehler finden, haben wir hier unsere Star-Diagnose. Das bin ich gerade am machen. Dach ist drauf. Dach ist drauf. So, da habt ihr gesehen, wir haben das ja nochmal. Du Arschloch. Hast du wieder was? Es gibt, ne? Kein Nochmal. Es gibt kein Nochmal. Das bleibt jetzt so drin. Wenn ich das sage. Ja, das Problem ist, du hast es ja auch in der Hand. Ne? Mhm. Also, du kannst mich ja so hinstellen, wie du es gerne möchtest. Ne? Und du lässt mich ja meistens im schlechten Licht dastehen. Das Licht ist gut. Ja, das Licht ist gut, aber du lässt mich immer so wie so eine Witzfigur hier. Ne? Finde ich echt klasse von dir. Also, nochmal von vorne. Das andere nimmst du raus, sonst prügel ich dich. Du bist echt gekündigt. Also, ja, wie ihr gesehen habt, die Dachfugen haben wir abgedichtet mit Kleb- und Dichtmasse. Dann haben wir dann Bitumenbahnen geordert, also das sind so Bitumenklebestreifen. Die kann man auch unter Wasser kleben. Das ist ein sehr hochwertiges Material. Und das haben wir dann oben drüber geklebt, wie ich es euch ja beschrieben habe, damit das Wasser sich nicht mehr in diesen Fugen sammelt und nicht mehr da eindringen kann. So haben wir eigentlich das Dach ja perfekt abgedichtet. So, hier haben wir das altbekannte Problem. Der wurde so lange gefahren und der Geruch wurde ignoriert im Innenraum. Da habe ich mir ja schon gedacht, hier haben wir eine undichte Injektor Nummer 4, schau mal. Der ist schon komplett verklebt. Ne, das ist alles Abgase mit Ölgemisch, die jetzt da sehr, sehr verklebt sind. Dadurch konnte die Temperatur des
Partikelfilters nicht mehr erreicht werden, also die Regenerationstemperatur. Und der Partikelfilter ist im weiteren Zuge so verstopft, dass wir den jetzt leider ausbauen und reinigen müssen. Und somit der Kunde leider heute nicht mehr diese Halle verlassen kann. Wir werden heute das noch hier instand setzen, also diesen Fehler beheben und müssen jetzt leider den Partikelfilter ausbauen und zum Reinigen bringen. Aber so ist es halt, wenn man mal diese Gerüche im Innenraum ignoriert. Tja, die meisten Teile haben wir auf jeden Fall auf Lager, nur Partikelfilter leider nicht. Egal. Hör mal, Luca. Mhm. Ich glaube, die arbeiten nicht, die Jungs. Meinst du nicht? Nee. Nee, da müssen wir erstmal ein Machtwort sprechen hier. So geht das gar nicht. Moment. Ja, und dann haben wir hier auf jeden Fall die Düsen. Die müssen wir nochmal. Hey! Arbeiten! Nicht quatschen! Der hat doch nicht mehr Tassen im Schrank, ne? Geh in dein Büro! Ja, Luca, das ist quasi unser letzter Job für heute. Wir werden auf jeden Fall nicht um 18 Uhr fertig. Aber das ist hier noch eine NOx-Sonde, die ausgetauscht werden muss. Und dann haben wir eine Drosselklappe, die noch ausgetauscht werden muss. Und dann können wir hier endlich aufräumen und unser Osterwochenende genießen. So, Freunde. NOx-Sensor habt ihr gesehen, den haben wir ausgebaut oder rausgekämpft. Jetzt ist er drinne und ja, da ist die Drosselklappe. Da wollte ich euch einmal das Teil zeigen. Das ist hier die alte, das ist die Verkokung. So sieht der neue aus. Ja, alles sauber. Und hier ist der Fehler, der Wagen ging an der Ampel immer wieder aus. Ja. Ah, jetzt macht er das gerade nicht. Da, bleibt zu. Also die fährt nicht mehr zurück, weil die verklebt ist. Ja, die muss normalerweise von alleine zurückfahren, so wie diese hier, ja, die fährt an, ja, alleine mit Federkraft ganz gemütlich zurück und diese hier, die bleibt zu, ne? Die bleibt stecken und deswegen haben wir hier einen Fehler, dass der an der Ampel keine Luft mehr bekommt, der Wagen, und dann dementsprechend auch ausgeht. Das ist der Fehler, warum wir jetzt hier die neue Drosselklappe einbauen. Das ist der letzte Auftrag für heute. Wir haben jetzt 7 Uhr. Ich sag mal so, das Auto ist auch privat, also da ist jetzt nichts Großes, wo jetzt noch ein Kunde reingekommen ist. Ja, das haben wir jetzt hier von einem Bekannten, das machen wir gerade fertig noch, als Aushilfe, kurz vor Ostern, damit er noch mit seiner Familie in, ja, in Osterurlaub fahren kann, dass das möglich ist bei Corona gerade. In diesem Sinne, wir sind raus für heute, war wieder ein anstrengender Tag, ja, Tolga hat sich heute nicht blicken lassen, außer im Intro, und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob es gut war, ob es euch gefallen hat, ob es cool war. Ja, wir sind wieder gerannt wie Bekloppte. Ja, 30 Grad draußen. Ja, heute wollen wir mal einen Grill anschmeißen. Macht das auch. In diesem Sinne noch ein zweites Mal. Aktiviert die Glocke. Schreibt in die Kommentare. Abonniert uns. Teilt uns mit euren Freunden. Ciao.